vielen Dank für die Einladung an die Regenbogenfabrik und an Attac Berlin. Vielen Dank euch und Ihnen allen, dass Sie hier sind. Ja, wir haben uns den Ablauf jetzt so gedacht, dass ich 20 Minuten ein bisschen was erzähle über die globalen Krisen, in denen wir uns befinden und vielleicht auch Perspektiven da rauszukommen. Und Ulrike Herrmann würde dann diese Thesen kommentieren, hinterfragen und wir werden dann ein bisschen ins Gespräch kommen und öffnen dann nach einer gewissen Zeit, vielleicht nach 50 Minuten oder so, für Ihre und eure Fragen. Ich freue mich ganz besonders, dass Ulrike Herrmann auch heute hier ist. Wir hatten das schon mal vor, Anfang des Jahres so ein Gespräch zu machen und ich finde es ganz toll, dass wir jetzt mal gemeinsam erkunden, wie wir diese Krisenprozesse sehen und auch die Auswege aus diesen Krisenprozessen. Wir befinden uns global gesehen in verschiedenen Arten von Krisen. Die eine Art von Krise ist eine Krise des Lebens auf der Erde. Die industrielle Zivilisation hat das größte Artensterben seit 65 Millionen Jahren in Gang gesetzt. In der fast 4 Milliarden Jahre währenden Geschichte des Lebens auf diesem Planeten gab es 5 große Artensterben, die Big Five. Und das ist inzwischen das 6. Wir haben es also mit Dimensionen zu tun, die über die Menschheitsgeschichte deutlich noch hinausgehen. Wir verlieren etwa 1% unserer fruchtbaren Böden pro Jahr, eine ungeheuer schnelle Rate, vor allem auch durch die industrielle Landwirtschaft, aber auch andere Faktoren, Klimawandel spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Wir bewegen uns in vielen Teilen der Erde in eine Süßwasserkrise hinein. Das betrifft zum Beispiel den Westen der USA, den Norden Chinas, Teile von Nordafrika, Mittlerer Osten und vieles mehr. Das hat natürlich auch mit Klima und anderen Faktoren zu tun, aber auch damit, dass die unterirdischen Wasserspeicher, die sogenannten Aquifere, die Jahrtausende brauchen, um sich aufzuladen mit Wasser, in sehr schneller Geschwindigkeit leer gepumpt werden, auch durch die industrielle Landwirtschaft. Der Klimawandel verschärft diese ganzen Prozesse erheblich. Und wir befinden uns gerade auf einem Pfad von 3 bis 6 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Daran hat das Pariser Klimaabkommen sehr wenig geändert. Es enthält ja nur freiwillige Absichtserklärungen. Auch die decken gerade mal die Hälfte dessen ab, was wir bräuchten, um eine Chance zu haben, unter 2 Grad zu bleiben. Und gerade sind neue Zahlen herausgekommen, die zeigen, dass die Emissionen im Jahr 2018 vermutlich um 2,7% etwa wieder gestiegen sein werden. Wenn man diese Faktoren zusammennimmt, Bodenerosion, Wasser, Klima und vieles mehr, man kann ja auch mit Böden und mit Ozeanen und mit Wäldern und all diesen Dingen noch weitermachen, dann haben wir auch die Perspektive, dass wir möglicherweise in den nächsten Jahrzehnten einen Zusammenbruch der globalen Nahrungsmittelproduktion bekommen. Das ist das, was der Club of Rome schon vor fast 50 Jahren gesagt hat. Und in immer neuen Auflagen und Revisionen dieser Studie ist immer wieder dasselbe herausgekommen. Also es ist eine relativ dramatische Situation für die nächsten Jahrzehnte, die wir vor uns sehen. Zugleich haben wir massive ökonomische, soziale und politische Verwerfungen. Zunächst mal natürlich auch Finanzkrisen. 2008 war aber keinesfalls die erste große Finanzkrise. Das fing in den 70er Jahren im globalen Süden an. Dann hatten wir in den 90er Jahren eine große Asienkrise. Und es gibt auch kaum einen gescheiten Ökonomen, der in der Vergangenheit schon mal richtig lag, der davon ausgehen würde, dass uns weitere große Finanzkrisen, vielleicht sogar noch größere als 2008, in der vielleicht auch nahen Zukunft erspart bleiben würden. Eng damit verbunden ist die Tatsache, dass wir eine massive soziale Spaltung zwischen Arm und Reich haben, die in den meisten Ländern der Welt, auch in Deutschland, zunimmt. 8 Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Wir haben also ein groteskes Maß von Ungleichheit auf der Welt. Zugleich sehen wir die größten Fluchtbewegungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Etwa 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Krieg, vor Armut, aber inzwischen auch schon vor den Folgen des Klimawandels. Und wir sehen eine massive Delegitimierung traditioneller politischer Kräfte, nicht nur in Europa, sondern in vielen Teilen der Welt. Das bedeutet zum Beispiel der Sozialdemokratie, aber auch von Mitte-Rechts-Parteien, die seit Jahrzehnten keine angemessenen Antworten, vor allem auf die sozialen und ökonomischen Krisen, gefunden haben. In Frankreich sind vor 1,5 Jahren die beiden großen Parteien quasi implodiert. In Italien ist was Ähnliches passiert. In Brasilien haben wir gerade auf besonders dramatische Weise erlebt, wie ein Faschist gewählt wurde an die Regierung. Der verspricht, den Amazonas so schnell wie möglich abzuholzen zum Beispiel. Und auch in Deutschland ist das politische System instabil geworden. Und das alles, um diesen etwas düsteren Einstieg in die Sache noch zu verschärfen, geschieht in einer Welt mit etwa 16.000 Atomsprengköpfen und einer neuen Welle von Militarisierung, auch in der EU. Das ist also eine relativ gefährliche Situation.
Nun kann man auf diese Krisen unterschiedliche Blicke werfen. Wenn wir die Nachrichten anschalten, dann sehen wir meistens Fragmente, unzusammenhängende Nachrichtenschnipseln. Da schmilzt ein Gletscher, da geht eine Autobombe hoch, das hat alles nichts miteinander zu tun. Man kann aber auch anders drauf gucken und schauen, ob diese Dinge vielleicht Zusammenhänge haben, ob man eine Gestalt in ihnen erkennen kann. Und das ist ein bisschen mein Ansatz, zu schauen, was ist eigentlich der Elefant im Raum, über den wir häufig nicht reden, weil jeder über seinem eigenen Problem sitzt, wie die Leute da am Tisch vor ihren Akten stapeln. Unsere politischen und medialen Systeme funktionieren sehr stark auf Personen konzentriert und auf Ereignisse konzentriert und Strukturen geraten deshalb oft aus dem Blick. So, was ist also aber der Elefant im Raum? Und da komme ich zu meinem ersten Punkt. Der Elefant im Raum ist meines Erachtens die Tatsache, dass diese verschiedenen Krisenprozesse, die ich skizziert hatte, so unterschiedlich auch ihre Einzelursachen sein mögen, gemeinsame systemische Wurzeln haben. Wurzeln, die etwas mit der Funktionsweise nicht nur eines ökonomischen Systems zu tun haben, sondern auch eines politischen, militärischen und ideologischen Systems, das vor etwa 500 Jahren in Europa entstanden ist. In sehr langen und heftigen sozialen Auseinandersetzungen. Das sich dann mit sehr viel Gewalt über die Erde verbreitet hat, seit etwa 100 Jahren den ganzen Planeten umspannt als erstes System und im 21. Jahrhundert, wie ich glaube, in seine tiefste Krise gerät. Es hat verschiedene Namen, dieses System. Man hat in den Sozialwissenschaften es das moderne Weltsystem genannt oder das kapitalistische Weltsystem. Ich benutze die Metapher der Megamaschine dafür. Die ist geprägt worden von dem US-Historiker Lewis Mumford, der in den 60er Jahren ein interessantes Buch geschrieben hat, Der Mythos der Maschine. Und er meint damit natürlich keine technischen Apparaturen, sondern Gesellschaften, die ein Stück weit wie Maschinen aufgebaut sind, hierarchisch organisierte Maschinen, Gesellschaftsmaschinen, wenn man so will, vom Ägypten der Pharaonen bis eben zur modernen kapitalistischen Megamaschine. Und ich benutze den Begriff eigentlich nur für die letzten 500 Jahre für das kapitalistische Weltsystem. Das ist natürlich extrem komplex und ich kann das jetzt hier nur ganz reduziert und auf wenige Punkte verdichtet wiedergeben. Das übergeordnete Prinzip dieses historischen Systems ist die endlose Akkumulation von Kapital oder vereinfacht ausgedrückt, aus Geld mehr Geld zu machen und das in alle Ewigkeit durch einen endlosen Kreislauf von Profit und Reinvestition und Profit und Reinvestition. Das aufgehäufte Kapital wird immer wieder angelegt werden. Das kommt für uns eigentlich erstmal banal darüber, ist doch klar. Tatsächlich ist das welthistorisch etwas Neues gewesen. Es gab viele gesellschaftliche Systeme, die auf Ungleichheit und Gewalt basierten. Ich denke an das alte Rom zum Beispiel. Aber das übergeordnete Ziel war eigentlich politische Stabilität des Imperiums und nicht dieser endlose Kreislauf. Dieser endlose Kreislauf ist letztlich auch der Kern des Zwangs, immer weiter zu wachsen, immer weiter zu expandieren. Das System kann nicht stillstehen, Stillstand ist tot. Das sehen wir an dem etwas merkwürdigen Faktum, dass wenn unsere Wirtschaft nicht wächst, in Geldwerten gemessen, um etwa 2-3% pro Jahr, dann haben wir eine Krise. Der gesunde Menschenverstand sollte uns doch sagen, wenn die Wirtschaft nicht wächst, na und? Dann bleibt alles so, wie es ist. Nein, ist aber nicht so, weil das angehäufte Kapital nicht mehr investiert wird. Wir haben Arbeitslosigkeit, Krise und das Ganze geht den Bach runter. Das ist etwas, was sehr tief in unsere Institutionen eingeschrieben ist. Ökonomische Institutionen, zum Beispiel wie Aktiengesellschaften, haben überhaupt keinen anderen Zweck, kein anderes Ziel, als das Kapital, was dort eingelegt ist, zu vermehren und das in alle Ewigkeit. Nun kann dieses ökonomische System nicht alleine existieren, es braucht eine zweite Säule. Und das ist historisch bis heute der moderne Staat. Wir kennen die Geschichte ja häufig so, dass auf der einen Seite die Wirtschaft ist, die wirtschaftet vor sich hin und auf der anderen Seite gibt es den Staat, der greift ein oder soll auch lieber nicht eingreifen, je nach Ideologie. Tatsächlich aber sind moderner Staat und die Institutionen der Akkumulation zusammen historisch entstanden seit dem 16. Jahrhundert, koevolutionär sagt man auch. Das kann man historisch sehr genau aufschlüsseln. Ich will nur ein Faktum aus der Gegenwart anführen, um die enge Verflechtung von Staat und Großkapital zu verdeutlichen. Und das ist das Subventionswesen, das ich auch als Tributsystem bezeichne. Wie diese Herren, die da beim Wohlfahrtsbüro für Konzerne anstehen, so ist es ja tatsächlich. Viele der 500 größten Unternehmen der Welt, die meisten von ihnen sind Aktiengesellschaften, und diese 500 größten Unternehmen vereinen auf sich etwa 40% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Daran sieht man schon, dass es ein sehr vermachtetes System ist, das mit Markt relativ wenig zu tun hat. Es ist stark monopolisiert, oligopolisiert.
Also diese 500 größten Unternehmen der Welt, viele von ihnen wären nicht mehr existenzfähig, wenn sie durch den Staat nicht subventioniert würden. Ein paar Beispiele. Die Internationale Energieagentur, das ist eine sehr konservative Einrichtung, die schätzt, dass die fossilen Energiebranchen, also Erdöl, Erdgas und Kohle, jedes Jahr mit etwa 500 Milliarden Dollar subventioniert werden. Das heißt, wir subventionieren genau die Akteure, die uns in das Klimakaos reinsteuern. Der Internationale Währungsfonds berechnet das etwas anders und kommt auf das Zehnfache. 5 Billionen Dollar jedes Jahr für die fossilen Branchen. Das kommt zum Beispiel auch der Autoindustrie zugute. Ja? Wenn wir die Benzinpreise bezahlen würden, die tatsächlich ökonomisch die Realität sind, von der ökologischen Realität mal ganz zu schweigen, dann könnte man sich diese ganze Autofahrerei hier so nicht leisten. Und das würde bedeuten, dass die Autobauer früher oder später pleite wären. In Zukunft für die Autoindustrie noch Pendlerpauschalen, Dienstwagenprivilegien, Abwrackprämien und so weiter. Nochmal 10-stellige Milliardenbeträge jedes Jahr. Das ist also eine hochgradig subventionierte Branche. Das hat mit Markt relativ wenig zu tun. Flugverkehr für die am schnellsten steigenden CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Hochgradig subventioniert. Dieser BER-Flughafen, der vielleicht nie ans Netz geht, ne, hat 6 Milliarden Euro gekostet. Die öffentliche Hand bezahlt solche Dinge. Das heißt, die Fluggesellschaften zahlen für einen großen Teil ihrer Infrastruktur nichts und deswegen oder wenig und deswegen können sie diese Billigfliegerei so anbieten. Ein weiteres Beispiel, der Bankensektor. So gut wie alle Großbanken, in Deutschland sowieso, aber auch in Frankreich, Großbritannien, den USA, würden heute so nicht mehr existieren in dieser Form, wenn sie nicht seit 2008 durch Billionen von Euro und Dollar gerettet worden wären. Allein die deutsche Bankenrettung unterm Strich hat 60 Milliarden Euro gekostet. Wenn man die Griechenland-Rettung hinzunimmt, die ja tatsächlich nicht die Griechen gerettet haben, sondern im Wesentlichen auch Banken in Deutschland, Frankreich und Griechenland vor allem, nochmal 300 Milliarden Euro. Das sind also gewaltige Subventionen für eine bestimmte Branche, die ohne die so gar nicht existieren könnte. Man kann da noch lange weitermachen mit industrieller Landwirtschaft, von Staaten organisierte Steuerflucht, ist auch eine Form von Subvention, wenn man so will. Warum erzähle ich das so ausführlich? Zum einen, um klarzumachen, dass dieses System historisch mit Märkten relativ wenig zu tun hat, mit freien Märkten. Auf der anderen Seite, um zu sagen, das ist auch die Achillesferse des Systems. Über die Steuergelder könnten und sollten ja theoretisch die Bürger entscheiden. Das ist einer der Gründe, warum wir Parlamente wählen, ne? Um über die Verwendung von Steuergeldern mitzuentscheiden. Ja, das heißt, theoretisch könnten wir sagen, diese Gelder, die in die destruktivsten Branchen der Erde hineingehen, müssten in einen sozial-ökologischen Umbau kanalisiert werden. Das ist also ein ganz wichtiges Mittel auch für den Umbau, dieser Punkt. Nun kann kein System, das auf Ungleichheit und auch Gewalt beruht, nur auf ökonomischen und staatlichen Säulen ruhen. Es braucht eine dritte Säule. Und das ist die ideologische Macht. Ideologische Macht legitimiert Gewalt- und Ungleichheitsverhältnisse. Sie definiert, was wahr und normal ist. Und sie bildet auch den Rahmen, worüber gesprochen wird und was unsichtbar bleibt. Ich will da nur ein Beispiel bringen. Und das ist eine Statistik, die ein Bundestagsabgeordneter zusammengestellt hat. Marco Bülow, der bis vor etwa einer Woche noch bei der SPD war und jetzt aus dem Laden ausgetreten ist. Das sind öffentlich-rechtliche Talkshows in den Jahren 2015 bis 2017. Etwa 90 Talkshows beschäftigten sich mit dem Themenkomplex, wie bedroht uns der Islam, wie viele Flüchtlinge können wir aufnehmen, Terror und so weiter. 6 oder 7 Talkshows mit dem Themenkomplex Armut, soziale Gerechtigkeit und in dieser Zeit exakt 0 zum Thema Klima. Keine einzige Talkshow in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, also ARD und ZDF. In diesem Jahr waren es, glaube ich, 2 Talkshows bisher zum Thema Klimawandel. Eine war Maischberger, die zum Teil mit Klimaleugnern besetzt war. Aber ich zeige das nur nicht, um die Öffentlich-Rechtlichen zu bashen. Ich denke, die Öffentlich-Rechtlichen machen auf Arte auch gute Sachen und so weiter. Ne? Aber um zu zeigen, dass an einem bestimmten Punkt in den Debatten, und die Talkshows prägen ja auch Debatten, es ein krasses Ungleichgewicht gibt. Die realen Gefahren, der Klimawandel zählt ja nun wirklich dazu. Und Atomwaffen sind auch nochmal eine mindestens ebenso große Gefahr, die auch kaum vorkommen in den Talkshows. In den Talkshows spiegelt sich die reale Bedrohung nicht. Und das führt mit dazu, dass Menschen zunehmend in diesem Land sich vor den falschen Dingen, den falschen Problemen und auch den falschen Leuten fürchten.
Der nächste Punkt. Chaos, systemische Krise und Grenzen der Megamaschine. Das ist ein Bild von Hurricane Harvey, der vor einigen Jahren Houston komplett unter Wasser gesetzt hat. Die Megamaschine stößt im 21. Jahrhundert an planetare Grenzen verschiedener Art, die in ihrer Kombination wahrscheinlich unüberwindlich sind. Oder anders ausgedrückt, die Krisen, die ich anfangs skizziert hatte, lassen sich nicht innerhalb der Logik der Megamaschine lösen. Es gibt verschiedene Arten von Grenzen. Das eine sind innere Grenzen, ökonomische Grenzen, soziale Grenzen. Es war in den letzten Jahrzehnten ungeheuer erfolgreich für die oberen 1%, wenn man das so plakativ sagen will, Löhne zu drücken, Gewerkschaften zu schwächen, Billiglohnsektor einzuführen in Deutschland durch Agenda 2010, die Gewinne in Steueroasen zu verschieben. Sie kennen das alles, das ist das komplette neoliberale Programm. Das war erfolgreich für eine bestimmte Schicht, aber es bringt ein ökonomisches Problem mit sich. Wenn man nämlich einen großen Teil der Menschen in prekäre Beschäftigungsverhältnisse drängt oder gleich in die Arbeitslosigkeit, dann haben die Leute am Ende des Tages nicht mehr das Geld in der Tasche, um sich die gewaltige Menge von Gütern und Dienstleistungen, die in der Logik des Systems ja auch immer weiter wachsen muss, noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Wir haben also ein globales Nachfrageproblem. Ja. Und die Lösung, die man dafür gefunden hat, ist eigentlich relativ einfach. Irgendwer muss sich verschulden, damit die ganze Maschinerie weiterläuft. Ne? Also verschulden sich Haushalte, verschulden sich Unternehmen, verschulden sich am Ende Staaten, um das Ganze zu stützen und am Laufen zu halten. Das Problem ist nur, dass diese Schulden Blasen auch generieren, die die unangenehme Eigenschaft haben, irgendwann zu platzen. Ne? Und das ist das, was wir 2008 erlebt haben. Und die Frage ist dann, wer den ganzen Schlamassel bezahlen muss. Und wie alle wissen, wurden die Kosten auf die breite Bevölkerung abgewälzt, vor allem auf die Bevölkerung in Südeuropa, in Griechenland am schlimmsten. Das ist sehr ungerecht, aber es kommt hinzu, dass das die ökonomische Misere eigentlich noch verschärft, weil die Leute dann noch weniger Geld in der Tasche haben, um sich diese ganzen Sachen zu kaufen. Also das ist ein Kreislauf nach unten, der auch mit dafür verantwortlich ist, für die politischen Krisen, die wir in vielen Ländern in Südeuropa und in vielen anderen Teilen der Welt gerade sehen. Nun würde es auf diese Sache eine relativ einfache Antwort geben. Und das wäre ein keynesianisches Wirtschaftsprogramm klassischen Typs. Das heißt, man besteuert die Reichen, man nimmt das Geld, um massiv öffentliche Beschäftigungsprogramme zu initiieren, vor allem für den ökologischen Umbau. Man steckt das also in erneuerbare Energien und vieles mehr. Das ist auch tatsächlich im Prinzip eine gute Idee. Green New Deal nennt man das. Und ich finde auch, dass man all diese Dinge machen muss. Aber es gibt ein Problem dabei. Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man die ökologische Krise damit tatsächlich wirklich lösen kann. Dafür auch nur ein Beispiel, die automobile Branche. Wenn man diese Milliarden von Autos auf der ganzen Welt durch Elektroautos ersetzen will, ne? Das kann man ja versuchen. Aber man muss sich klar machen, dass ein Elektroauto in der Produktion heute schon mehr CO2 braucht unter den gegenwärtigen Bedingungen als ein normales Auto. Ne? Und das heißt, wenn man das alles nur durch Elektroautos ersetzen will, dann verlagert man bestenfalls die Krise und entschärft sie nicht komplett. Das heißt, und das kann man durch alle Branchen letztlich durchdeklinieren. Es gäbe eigentlich eine relativ einfache Lösung für das Problem von zu vielen Autos. Es liegt eigentlich auf der Hand. Weniger Autos. Weniger Autos. Das wäre super für unsere Innenstädte, das wäre super für unsere Lungen, das wäre super für unsere Gesundheit, das wäre super für die Ökologie. Man kann, und diese Konzepte gibt es ja seit Jahrzehnten, ne? Innenstädte ganz anders bauen, vernünftige öffentliche Verkehrssysteme, kürzere Wege zwischen Arbeit und Wohnen und zwischen Kita und Schule und so weiter. Ne? Das ist alles super. Es gibt nur ein Problem dabei. Nämlich, wenn man das machen würde, sehr schlechte Nachrichten für die deutsche Automobilindustrie, die in diesem Land ja ein bisschen den Status vom lieben Gott hat. Ne? Aber es ist nicht nur die Automobilindustrie. Wenn wir zum Beispiel unsere Smartphones, die wir in Deutschland im Schnitt 2 Jahre benutzen und dann wegschmeißen und durch neue ersetzen, wenn die modular aufgebaut wären, sehr lange haltbar, wenn wir die 10, 20 Jahre benutzen würden, das wäre super für die Umwelt und für unsere Ressourcen. Nur sehr schlechte Nachrichten für die Telekommunikationshersteller. Wenn wir Omas alten Schrank noch 100 Jahre benutzen, super für die Umwelt, sehr schlechte Nachrichten für IKEA und Co.
Also man sieht, wir sind in einer Logik gefangen, dass das Ganze immer weiter wachsen muss, dass das Ganze, dieser Kreislauf immer weiter angeheizt werden muss. Und deswegen traut sich auch kein Politiker, diese einfachen Wahrheiten auszusprechen und dieses heiße Eisen anzufassen, weil man tatsächlich an den systemischen Kern da rankommt. Und das bedeutet, dass wir eben, auch wenn wir hier und da mehr Elektroautos bauen, trotzdem immer mehr an die anfangs skizzierten ökologischen Grenzen hineinrasseln. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich in chaotische Zeiten hineinsteuern. Ne? Ich glaube, dass wir einen tiefgreifenden Wandel bekommen werden, ob wir wollen oder nicht. Die einzige Option, die nicht im Raum steht, ist Business as usual, jetzt in einer Perspektive der kommenden Jahrzehnte. Die einzige Frage ist, wie dieser Wandel aussieht und wer ihn gestalten wird. Und damit komme ich auch zum letzten Punkt. Was tun angesichts dieser ganzen Situation, dieses ganzen Schlamassels? Deswegen sind auch alle hier. Genau, deswegen sind ja auch alle hier, aber man braucht ja erstmal eine Analyse, um dann zu den Lösungen zu kommen. Dieser Elefant beschwert sich zunächst mal darüber, dass er nicht gesehen wird, auch wenn er in der Mitte des Raumes steht. Das Erste, was wir diesem Elefanten, glaube ich, Gutes tun können, ist anzuerkennen, dass er da ist. Mit anderen Worten, wir haben es mit einer systemischen Krise zu tun. Und wir brauchen systemische Antworten darauf. Das bedeutet, es reicht nicht, an irgendwelchen Stellschräubchen rumzuschrauben, sondern wir müssen tiefgreifend uns mit unseren Institutionen beschäftigen und mit einem Umbau unserer Institutionen, der ökonomischen und der politischen Institutionen. Und das ist natürlich ein Riesenthema, über das man über lange Wochen und Monate diskutieren könnte. Ich will jetzt nur ein paar Stichpunkte in den Raum stellen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zunächst mal muss man mit einem Ausstieg aus der Megamaschine anfangen, während sie noch läuft. Einfach warten auf den großen Crash ist eine relativ schlechte Idee. Und das wird ja auch getan. Also in vielen Teilen der Welt arbeiten Millionen von Menschen daran, andere Formen der Ökonomie aufzubauen, oft in Nischen noch, aber trotzdem ist das sehr wichtig. Ich würde für die strategischen Fragen auch unterscheiden zwischen einer kurzen und langen Frist. In der kurzen Frist ist es erstmal entscheidend, dass wir den Klimawandel ein Stück weit verlangsamen, wie wir es können. Das heißt, uns bleibt ein relativ kurzes Zeitfenster von 10 oder 15 Jahren, um zu verhindern, dass die ärgsten Kipppunkte im Weltsystem, im Klimasystem erreicht werden. Auf dem Bild dort, das ist im Rheinischen Braunkohlerevier aufgenommen, engagieren sich Leute im Netzwerk Ende Gelände zum Beispiel dafür, dass die Kohle im Boden bleibt. Das ist die einfachste und effektivste Methode, tatsächlich dafür zu sorgen, dass die fossilen Energieträger nicht gefördert werden. Und das sind Kämpfe, die gerade stattfinden, die sehr wichtig sind. Das Braunkohlerevier von RWE in Nordrhein-Westfalen ist die größte CO2-Emissionsquelle Europas. Es geht also da nicht um Peanuts. In der langen Frist geht es darum, tatsächlich aus dieser Logik der endlosen Akkumulation herauszukommen. Und mit anderen Worten, eine Wirtschaft zu bauen, die nicht auf Profit gründet, sondern auf Gemeinwohl. Das bedeutet eben nicht nur Leitplanken zu ändern, sondern Strukturen, Institutionen tiefgreifend zu verändern. Eine Aktiengesellschaft zum Beispiel, deren einziger Zweck ist, endlos das eingelegte Geld von Shareholdern zu vermehren, ist meines Erachtens keine zukunftsfähige Institution. Es braucht andere Institutionen. Und die gibt es tatsächlich schon. Wenn es zum Beispiel Bürgerinnen und Bürgern gelingt, ihre Energieversorgung aus den großen vier Energiekonzernen in Deutschland rauszulösen, und das ist ja in vielen Fällen gelungen, und in die Hand von Genossenschaften oder kommunalen Unternehmen zu bringen, dann kann das ein Beitrag zum Klimaschutz sein, wenn man das mit Erneuerbaren macht. Aber es kann auch ein Beitrag zu einer anderen ökonomischen Logik sein, denn solche Unternehmen müssen nicht zwingend dieser endlosen Geldvermehrung dienen. Nun ist das Problem, dass diese Dinge in der Regel in Nischen drin bleiben. Und das hat viele Gründe. Einer der Gründe dafür ist, dass der Staat so agiert, wie ich es anfangs gesagt hatte, nämlich die großen Konzerne, seine Global Player mit allen Mitteln fördert und nicht den sozial-ökologischen Umbau fördert. Das heißt, es geht in letzter Instanz auch um einen Umbau staatlichen Handelns und staatlicher Logik. Wir müssen das Geld und die Ressourcen und die Planung in diesen sozial-ökologischen Umbau stecken. Und das ist eine große Herausforderung. Es gibt viele Konzepte dafür. Zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, die von Attac Österreich mitentwickelt wurde, sieht vor, dass man dieses ganze Subventionssystem vom Kopf auf die Füße stellt und die Unternehmen belohnt und fördert, die tatsächlich sozial und ökologisch wirtschaften und die Dreck schleudern, steuerpolitisch und durch Finanzinstrumente und Beschaffungsinstrumente bestraft und aus dem Verkehr zieht. Das kann man alles machen, theoretisch. Das betrifft natürlich auch das Finanzsystem. Wenn es stimmt, dass wir
eine weitere Finanzkrise bekommen werden, dann ist es höchste Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was wir denn eigentlich tun wollen und welche Art von Banken und Finanzsystem wir wollen. Ich glaube letztlich, das Zentrale ist die Frage, nach welchen Kriterien Kredite vergeben werden. Wir brauchen ein Finanzsystem, das tatsächlich Kredite nach sozialen und ökologischen Kriterien, natürlich auch nach Wirtschaftlichkeit, vergibt und damit diesen sozial-ökologischen Umbau fördert. Das kann man auch machen. In Deutschland gibt es ein dreigliedriges Bankensystem. Es gibt Genossenschaften als eine Säule, es gibt öffentlich-rechtliche Institutionen wie Sparkassen und es gibt diese großen Privatbanken. Und diese großen Privatbanken brauchen wir gar nicht unbedingt zwingend. Man könnte also in einer solchen Krise tatsächlich daran wirken, dass diese Säule der Privatbanken zumindest geschrumpft wird und die anderen Säulen umgebaut und gestärkt werden. Das bedeutet, sich eben auf einen Crash auch vorzubereiten. Und ich glaube, dass Attac das leider auch nicht genügend gemacht hat, aber die ganze Gesellschaft eben auch noch nicht wirklich gemacht hat. Die Zielperspektive von all dem ist ein besseres Leben mit weniger Gütern. Der Kern der ökologischen Krise ist eine Überproduktion im globalen Norden. Und wir können uns eine Welt vorstellen, die tatsächlich mit weniger Gütern mehr Lebensqualität bedeutet. Unsere Innenstädte mit immer mehr und immer größeren Autos vollzustopfen, hat mit Lebensqualität nichts zu tun. Unsere Smartphones alle 2 Jahre wegzuschmeißen, auch nicht. Ja, das könnte auch eine gute Nachricht sein, denn wenn man weniger produziert, dann muss man auch weniger arbeiten. Und das würde bedeuten, dass man Zeitwohlstand hätte, dass man sich politischem Engagement oder der Familie widmen kann und so weiter. Ne? Da kommt man aber natürlich, wenn man jetzt über Arbeitszeitverkürzungen spricht, in die nächste Frage rein, die soziale Frage. Ne? Viele Menschen können sich mit einer 20- oder 25-Stunden-Stelle einfach das Leben mit den teuren Mieten und so weiter so nicht leisten, wenn man Krankenpfleger ist zum Beispiel. Das heißt, die ökologische Frage führt sofort auch zur Verteilungsfrage. Wir brauchen also eine massive Umverteilung von Vermögen und Einkommen. Und das kann man machen. Ne? Ich erinnere nur daran, dass in den 70er Jahren in den USA ein Spitzensteuersatz von 80% gegolten hat etwa. Und wir haben jetzt 43%. Da ist also eigentlich sehr viel Spielraum nach oben, um sich das Geld da zu holen, wo es ist. Und das in sozial-ökologischen Umbau zu stecken, in sehr gut bezahlte Halbtagsstellen im öffentlichen Bereich, im ökologischen und sozialen Bereich. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Die Eigentumsfrage spielt auch eine zentrale Rolle. In vielen Ballungsräumen zahlen die Menschen inzwischen bis zu 50% ihres Einkommens für Mieten, auch in Berlin. Das hat damit zu tun, dass diese Mieten derartig nach oben getrieben werden. Und ich habe es eigentlich mit Freude und einem Lächeln gesehen, dass es inzwischen eine Initiative gibt, die Deutsche Wohnen, der in Berlin, glaube ich, an die 100.000 Wohnungen gehören und die Mieten auch sehr stark nach oben treibt, die Deutsche Wohnen auf Grundlage von Grundgesetz Artikeln 14 und 15 zu enteignen. Unser Grundgesetz ist da sehr fortschrittlich. Es sagt, man kann solche Kapitalgesellschaften nicht nur enteignen. Paragraph 15 spricht sogar davon, vergesellschaften und in Gemeineigentum zu überführen, was nochmal was anderes ist als Staatseigentum. Ne? Das gibt es also, diese Möglichkeiten. Und es gibt Initiativen dafür. Wenn die Menschen weniger Miete bezahlen müssten, dann müssten sie auch nicht so sehr im Hamsterrad von Lohnarbeit so viel arbeiten, nur um ihre Miete zu bezahlen. Nun sind all diese schönen Dinge, die man sich da ausdenken kann, natürlich fern. Es ist eine Art Graben zwischen uns und unserem jetzigen System und dem, was man sich ausmalen kann. Wir haben also eine große Problematik darin, und darauf kommen wir hoffentlich auch in der Diskussion jetzt noch. Aber garantiert. Garantiert, dass man sich alles Mögliche ausmalen kann. Aber die Frage ist, wie kommt man von A nach B? Wir haben es natürlich auf der einen Seite mit Machtkonzentrationen zu tun. All diese Umbauten tun halt bestimmten Fraktionen der Gesellschaft, die jetzt sehr viel Reichtum und Macht akkumuliert haben, weh. Die werden sich wehren. Es gibt aber auch innerhalb der Bevölkerung enorme Widersprüche. Ne? Wenn man jetzt sieht, wie in Frankreich viele Menschen auf eine Benzinpreiserhöhung von 7 Cent reagiert haben, ne? Dann sieht man, dass diese ökologische Frage sehr viel auch Sprengstoff bietet, wenn man das eben nicht als gemeinsames sozial-ökologisches Umbauprojekt in Angriff nimmt. Wir sehen auch eine Zersplitterung der emanzipatorischen, der linken Kräfte in Deutschland und in vielen anderen Teilen der Welt. Wir haben auch keinerlei, und darauf hat Ulrike Herrmann in verschiedenen Vorträgen auch schon hingewiesen, es gibt in den Universitäten kaum Forschung dazu, wie so ein Übergang tatsächlich funktionieren könnte. Es gibt kaum einen öffentlichen, medialen Raum, in dem wir darüber diskutieren. Soziale Bewegungen beschäftigen sich relativ wenig damit.
Und was hinzukommt, ist, dass natürlich auch die Strukturen des Systems, das ich skizziert habe, tatsächlich auch so sind, dass ein Umbau extrem schwierig ist. Nehmen wir jetzt mal den Fall, dass alle diese politischen Probleme aus dem Weg geräumt sind und man hätte die ideale Regierung, die jetzt den Kapitalismus abschaffen will und alles anders machen will, sagen wir in Deutschland. Ne? Relativ unwahrscheinlich, aber tun wir mal so, als ob das da wäre. Das funktioniert aber deswegen nicht, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Gemeinwohlökonomie einführen würde, das würde das Ende der 30 großen DAX-Konzerne in Deutschland bedeuten. Das Kapital würde sofort abwandern, die Finanzmärkte würden verrückt spielen. Ne? Wir würden einen Haufen Probleme mit EU-Regeln bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, in einem Land eine systemische Veränderung in Gang zu bringen, ist extrem schwierig, weil sofort das ganze System anfängt zu reagieren und zurückzuschlagen. Das heißt, wir haben also ein großes Problem, dass wir uns eigentlich einen geplanten Übergang von A nach B kaum wirklich vorstellen können. Es gibt keine schlüssigen Konzepte dazu. Und das heißt meines Erachtens auch, wir sollten uns damit beschäftigen, wir sollten versuchen zu planen, aber realistisch gesehen glaube ich, dass ein geplanter Übergang von diesem System zu irgendetwas anderem nicht möglich ist. Wir werden uns in chaotische Zeiten hineinbewegen, wir werden es mit gesellschaftlichen Brüchen zu tun haben. Und das Entscheidende ist meines Erachtens, wie sind soziale und ökologische Bewegungen auf solche Brüche vorbereitet und wie können sie die Dynamik in solchen Situationen beeinflussen. Und dabei spielen wir alle eine ganz entscheidende Rolle. Aber es ist nicht planbar, in meinen Augen. Ja, soweit erstmal. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Fabian Scheidler, für die Ausführungen. Und jetzt geben wir erstmal Ulrike Herrmann das Wort. Ja? Ja, vielen Dank. Also ich hoffe, dass ich es relativ kurz machen kann. Also Sie können sich ja denken, dass ich eigentlich fast immer einer Meinung bin mit Fabian Scheidler. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass ich die Gemeinsamkeiten gar nicht erwähne, sondern gleich auf die strittigen Punkte komme, damit wir erstens Zeit sparen und vielleicht auch gleich die Diskussion starten können. So strittig sind die Punkte vielleicht auch nicht, aber ich mache jetzt mal hier so ein bisschen Advocatus Diaboli. Ich fange mal an mit dem einfachsten Punkt, die deutschen Talkshows. Es ist völlig richtig, dass da ständig der Flüchtling vorkommt. Ich glaube, dass es aber falsch ist zu sagen, daran sind jetzt nur ARD und ZDF schuld. Sondern was die ja machen ist, die messen immer ihre Reichweite. Und zwar bei jeder Sendung wird geguckt, wie viele Leute haben das angesehen. Da stellt sich raus, wirklich große Reichweite, also mit vielen Millionen Zuschauern, haben leider vor allem diese Flüchtling-Talkshows. Also gibt es die auch permanent. Oder anders gesagt, ich bin ja öfters beim Presseclub und da hat mir die Redaktion eben erzählt, also es gibt nur ganz wenige Themen, die regelmäßig vorkämen, weil sie eben so beliebt sind. Eine Sendung, die auch beliebt ist, jenseits von von Flüchtlingen, ist das Thema Rente. Das kommt auch immer gut an. So, aber daran sehen Sie jetzt, die Zuschauer haben Macht. Das ist Quatsch, immer nur so zu tun, als wäre man Opfer. Man ist hier auch tatsächlich Täter. Oder um es nochmal anders zu sagen, aber das soll jetzt gar nicht beleidigt klingen, sondern nur einfach nur eine Beschreibung sein. Also zum Beispiel die Taz, für die ich hier arbeite, egal wie man jetzt die Zeitung findet im Konkreten, hat ja den ganz großen Vorteil, dass sie eine Genossenschaft ist. Sie gehört ihren Lesern. Das heißt, wir können als Redakteure das schreiben, was wir richtig finden, unabhängig von Machtstrukturen in Verlagen. Was ist? 60.000 Deutsche kaufen die Taz, aber über 3 Millionen lesen die Bild-Zeitung. Kein Mensch zwingt die Leute, die Bild-Zeitung zu lesen. Tun sie aber. Das heißt, ich finde, man muss tatsächlich auch den autonomen Bürger, auf den du ja auch hoffst, den muss man irgendwie auch mal ernst nehmen, auch mit seinen Fehlentscheidungen. Dann das Zweite, was ich noch zum Thema Bürger sagen will, was einem ja so wirklich zu denken gibt, und zwar total schocken muss, ist, das zeigt ja jetzt auch gerade wieder eine neue Studie des Umweltbundesamtes, aber diese Studie ist nicht neu, das wusste man auch schon von vor 20 Jahren. Es ist leider so, dass ausgerechnet die Wähler der Grünen Partei, ich bin grünes Parteimitglied, ich spreche von mir selbst, also dass ausgerechnet die Wähler der Grünen Partei am meisten die Umwelt zerstören. Nicht, Sie alle kennen das, nicht? Also ist ja tragisch, dass die Malediven untergehen, aber bevor sie untergehen, will man da nochmal hinfliegen.
So, das ist jetzt kein Wunder, dass die Grünen besonders viel Umweltschäden hinterlassen, also mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung, denn das liegt einfach daran, das sind eigentlich alles Akademiker, alle verdienen gut und dieses Geld wird ausgegeben. Und dann hat man halt 130 Quadratmeter als alleinstehender Professor und ähnliches, nicht? Und schwupps. Und außerdem muss man natürlich auf die ganzen Tagungen nach Australien und New York fliegen und damit ist dann also die CO2-Bilanz endgültig im Keller. Aber daran sieht man schon, es gibt hier jetzt nicht die Welt, wo es die Guten und die Bösen gibt. Also anders als Fabian Scheidler bin ich nicht der Meinung, dass das Hauptproblem, obwohl ich das sonst nicht leugnen würde, aber in dieser Umweltfrage ist das Hauptproblem nicht die Frage der Macht. Wenn man das als Machtfrage thematisiert, und so hast du es gemacht, würde ich mal sagen, läuft man schon komplett an dem Problem vorbei. So, das würde ich jetzt gerne noch so ein bisschen vertiefen. Also, und zuerst mal zur Analyse. Also ich teile ja, wie gesagt, fast alles. Aber was ich glaube, was man bei dem Kapitel, es ist richtig, so wie du den Kapitel, wir duzen uns doch sowieso, nicht? Also, ja, ich bin da mal total durcheinander. Ja, also jedenfalls, es ist richtig, wie der Kapitalismus definiert wurde. Die Definition, die Fabian benutzt hat, ist die von Marx, aber Marx hatte da recht, nämlich, das ist die berühmte Formel, wer hat denn das Kapital mal gelesen oder irgendwie mal reingeguckt? Ich habe es mir hier vorgestellt. Naja, es gibt genug, die dann wahrscheinlich diese berühmte Formel von Marx kennen. G-Strich, nicht? Geld wird investiert in die Produktion von Waren und Dienstleistungen. Also wichtig ist wirklich die Investition, um hinterher mehr Geld, sprich einen Gewinn, herauszuholen. Das ist richtig. Gleichzeitig verkürzt man aber den Kapitalismus, wenn man ihn nur so sieht. Sondern man muss schon akzeptieren, erstens, ganz wichtig, das spielt dann auch bei der Lösung ein Problem oder eine große Rolle, der Kapitalismus ist mehr als ein System, ein materielles System, das irgendwie Güter produziert. Es ist ein totales System. Wir leben heute in einer völlig anderen Welt und zwar komplett. Als unsere Vorfahren, die noch den Feudalismus vor 200 Jahren erlebt haben, als die Könige regiert haben. Und zu diesem totalen System gehört auch, dass sehr viele Dinge, die der Kapitalismus hervorgebracht hat, in Wahrheit gut sind. Das heißt, die würden wir gerne behalten, auch wenn wir den Kapitalismus abschaffen, reformieren und so weiter. Und das muss man zur Kenntnis nehmen, dass es nicht nur ein System ist, das die Entfremdung, wie Marx das genannt hätte, verbreitet hat, sondern ganz im Gegenteil auch Freiheit produziert hat. Und ich will jetzt nur vier Bereiche nennen, wo man sehen kann, dass der Kapitalismus eben auch Gutes bewirkt hat, und zwar gerade dadurch, dass er eben Wohlstand produziert. Nur damit Sie den Eindruck bekommen, wir sind heute ungefähr 20 Mal so reich pro Kopf wie unsere Vorfahren, die um 1800 gelebt haben. Und wie gesagt, wir haben nicht nur materiell profitiert, sondern dass man eben sehen kann, ich mache jetzt mal vier Beispiele. Weltweit ist es so, erst kommt der Wohlstand und dann die Demokratie. Ich will nicht sagen, dass die Demokratie notwendig kommt, aber Demokratie ist nur möglich bei Wohlstand. Deutschland ist dafür ein typisches Beispiel, also der Hochkapitalismus, das System, in dem wir heute leben, ist in Deutschland 1870 eingetroffen, 1919 das allgemeine Wahlrecht. Dann nächster Punkt, Lebenserwartung. Nicht? Im 18. Jahrhundert, muss man sich klar machen, lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei 30 Jahren. Das heißt, wir alle hier wären schon gar nicht mehr da, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, das muss man sich mal klar machen. So, dass die Lebenserwartung so niedrig lag, hatte einfach damit zu tun, dass sehr viele Neugeborene das erste Lebensjahr gar nicht vollendet haben. Die sind schon nach der Geburt gestorben. 40% sind kein Jahr geworden. So, und da kam natürlich alles zusammen, nicht? Steißlage war schon Todesurteil für Baby und Mutter. Dann eine Scharlach, Hirnhautentzündung, all diese Sachen. Aber das darf man gar nicht unterschätzen. Bei sehr vielen Babys hat das mit dem Stillen nicht geklappt, aus irgendeinem Grund. Die konnten aber keine Kuhmilch trinken, das vertragen die nicht. Und dann war sowieso schon das Todesurteil gesprochen. So, das heißt also, heute wissen Sie, Lebenserwartung 80 Jahre. Nächster Punkt, kann man auch sehen, Bildung, nicht? Früher, noch im 19. Jahrhundert, Frauen sind gar nicht zur Schule gegangen. 1% der Männer waren auf der Universität. Heute wissen Sie, beide Geschlechter 50% auf dem Gymnasium. Und Bildung ist aus meiner Sicht ein Menschenrecht. Und letztes Beispiel, das sollten gerade wir als Frauen nicht unterschätzen. Man kann klar sehen, dass es so ist, erst kommt der Wohlstand und dann die Gleichberechtigung. Also ob das die Gleichberechtigung von Frauen, von Minderheiten, von Homosexuellen,
von Zuwanderern ist, völlig egal, um welche Gleichberechtigung es jetzt gerade geht. Das ist ein Wohlstandsthema. Und da sehen Sie auch immer noch, dass der Kapitalismus von hinten schiebt. Also dieses dynamische System ist auch noch gar nicht an sein Ende gekommen. Um das jetzt nochmal am Beispiel meiner eigenen Familie zu erläutern. Also meine Mutter ist nur 27 Jahre älter als ich, lebt auch noch. So, jetzt sind 27 Jahre ja wirklich keine große Distanz eigentlich. Aber als meine Mutter zur Schule ging, war völlig klar, dass sie ja sowieso Hausfrau und Mutter werden soll. Und deswegen völlig klar, muss sie ja auch gar nicht aufs Gymnasium, denn was soll das alles? Nicht? So, und so kam es auch. Also meine Mutter ohne Abitur, erstmal Mutter und Hausfrau, hat sich daraus dann befreit. Aber trotzdem war das natürlich noch so die Welt der 50er Jahre. Nicht? Dann meine Generation ist irgendwie schon klar, Mädchen gehen aufs Gymnasium. Aber man muss ja jetzt mal ernst sagen, ich komme gleich wieder auf das eigentliche Thema, ich bin gerade in Fahrt. Also, weil das mir so wichtig ist, zu verstehen, was Wohlstand bedeutet. Meine Generation immerhin war auch schon irgendwie klar, dass Frauen arbeiten. Aber man muss ja ernsthaft zugeben, wir haben jetzt nicht die Positionen erreicht, die die Männer hatten. Also es gibt ja diesen Gender Pay Gap, kennt jeder, nicht? Gleiche Qualifikation bei Frauen wird mit 25% schlechter entlohnt im Durchschnitt. Und jetzt natürlich meine Nichten, 25 Jahre jünger, sieht man schon, okay, für die ist irgendwie klar, dass sie auch Karriere machen werden. Ich weiß nicht, ob das so dann passieren wird, aber die haben schon mal wieder einen völlig anderen Anspruch ans Leben. Kurz und gut, der Kapitalismus hat positive Seiten, die wir alle erhalten wollen und behalten wollen, wenn man ihn abschafft oder reformiert. Aber das sollte man eben zur Kenntnis nehmen. Kapitalismus ist nicht nur, was völlig stimmt, die Herrschaft von Großkonzernen. Damit komme ich noch zum letzten Punkt, nämlich bevor ich dann zu den Lösungen komme, weil das auch alles zusammengehört. Du hast das ja angesprochen, die Lösung wäre, wir fahren haben weniger Autos oder gar keine mehr, weniger Smartphones und Omas alten Schrank. Genau, das wäre die Lösung. Warum kommt das denn nicht? Das kommt nicht nur deswegen, weil IKEA ein Interesse daran hat, möglichst viele Schränke zu verkaufen, sondern der eigentliche Grund liegt tiefer. Es ist völliger Unsinn zu glauben, dass ich rede jetzt nur vom westlichen Kapitalismus, also praktisch Deutschland und Frankreich und solche hochentwickelten Länder. Es ist völliger Unsinn zu glauben, dass wir noch konsumieren, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Die Zeiten sind längst vorbei. Wir konsumieren, um das System zu stabilisieren, sprich die Arbeitsplätze zu erhalten. Jetzt stellen Sie sich mal vor, und damit komme ich jetzt zu den Lösungswegen, wir würden jetzt tatsächlich versuchen, in eine ökologische Kreislaufwirtschaft umzusteigen. Es ist völlig klar, dass wir in eine Welt kommen müssen, wo man nur noch verbraucht, dass man recycelt. Also um das zusammenzufassen, was Fabian alles beschrieben hat, völlig richtig. Im Augenblick tun wir so in Deutschland, als gäbe es drei Planeten. Es gibt aber nur einen. Also ist das Ganze noch nicht kollabiert, liegt eben daran, dass Kontinente wie Afrika und Asien noch nicht ihren Planeten komplett ausschöpfen. Aber es ist ja unbestritten, dass die armen Länder noch wachsen müssen. Das heißt, wir können jetzt nicht zu Afrika sagen, ihr dürft sowieso nicht mehr wachsen, sondern wir müssen hier irgendeinen Weg finden, um aus diesem Wahnsinn der drei Planeten rauszukommen. So, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie so eine ökologische Kreislaufwirtschaft aussehen muss und würde, dann wären zum Beispiel zwei Sachen völlig klar, und da kann man noch viel mehr auflisten. Erstens, es gäbe das private Auto gar nicht mehr. Also weder als Elektroauto noch irgendwie anders. So, das ist jetzt nicht das Ende der Mobilität, man kann ja auch Bus fahren. Aber das private Auto wäre weg. Das gleiche, Flugreisen wären verschwunden. Und zwar kompletto. Weil, nur da, um das mal klar zu machen, eigentlich dürfen wir pro Jahr, wenn das hier nicht kollabieren soll, pro Kopf 1 bis 2 Tonnen CO2 emittieren. Wenn Sie einmal nach Australien fliegen, haben Sie schon 14,5 Tonnen emittiert. Einmal nach New York sind schon 4 Tonnen. Das heißt, sobald man sich ins Flugzeug setzt, kann man das mit der Klimabilanz komplett knicken. Das heißt, Flugzeuge müssen weg. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, was das bedeuten würde. Also man kann die Frage auch anders formulieren. Das kann man vielleicht von hier aus hämisch belachen. Aber was soll denn aus Baden-Württemberg werden? Denn ganz Baden-Württemberg lebt faktisch direkt oder indirekt vom Auto. Ne? Daimler-Benz, Bosch, Teile von BMW und so weiter.
Das heißt, und das muss man klären. Man kann nicht einfach sagen, ja, das schaffen wir irgendwie ab, weil dann hat man da Millionen von Arbeitnehmern, die ja eine Perspektive brauchen. Die haben Häuser gebaut, die haben Kinder, die haben, wollen ihre Rente sparen. Den kann man ja nicht sagen, in 20 Jahren kommt die ökologische Kreislaufwirtschaft. Sondern die wollen jetzt wissen, okay, wenn wir aus dem Auto aussteigen, wovon soll ich eigentlich leben? Und das wird auch nicht besser dadurch, dass man sagt, ja, dann arbeiten wir alle nur noch die Hälfte, ist ja schön, sondern das muss man genau modellieren, also da, und zwar für jeden Monat. So, da kommt das ins Spiel, was Fabian schon angesprochen hat, aber das trete ich hier gerne nochmal breit. Also ich habe beim Statistischen Bundesamt angerufen, da rufe ich immer gerne an, und habe gefragt, wie viele Ökonomen es eigentlich in Deutschland gibt. Kam raus, 15.000. Ich kann Ihnen sicher sagen, von diesen 15.000 Ökonomen erforscht keiner einziger, wie man aus dem Kapitalismus aussteigen kann. Und das ist ja wirklich irre, weil doch jeder weiß, das geht hier also demnächst zu Ende oder anders gesagt, auch von mir schon oft so dargestellt. Wir alle wissen, dass wir gegen die Wand fahren und keiner erforscht den Bremsweg. Aber das Erste ist, dass diese Anekdote muss ich jetzt auch noch loswerden, ja, ich habe ja noch 5 Minuten, dass die meisten Volkswirte, wenn ich das so sage, die verstehen noch nicht mal das Problem. Das ist wirklich vollkommen irre. Das liegt an der falschen Theorie. Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, will ich jetzt nicht vertiefen. Aber dann, das ist eben die Anekdote, war es tatsächlich einmal so, war ich in Bamberg, eigentlich hatte ich von dieser Konferenz nichts erwartet, nur Volkswirte, habe ich das wieder dargestellt, was man eigentlich modellieren müsste, nicht? Nämlich diese Einkommen pro Tag, so ungefähr, wenn man umsteigt. Und da war dann endlich mal ein Volkswirt, der es sofort verstanden hat. Hinterher stellte sich raus, ich war begeistert, das ist der absolute Star-Volkswirt. Ne? Ich hatte einen Lehrstuhl oder ein ganzes Institut in Singapur, ein Institut in Miami, ein Institut in Wien. Und jetzt soll er auch noch ein Max-Planck-Institut gründen. Und der ist ein Physiker, der eben gleichzeitig Volkswirt ist und Computersimulation macht. Und der hat dann sofort gesagt, heißt übrigens Stefan Turner, er hat dann sofort gesagt, ja, ja, er fände auch, man müsste genau das simulieren und er würde jetzt mal seine Computerteams fragen, ob man das nicht simulieren könnte. So, dann hörte ich nie wieder was von Stefan Turner. Und nach einem Jahr dachte ich, okay, ich schicke ihm jetzt mal eine Mail, was dann eigentlich bei seinen Simulationen rausgekommen ist, wie man aus dem Kapitalismus aussteigen könnte. Kam die Mail zurück, das war immerhin schon Ehre, glaube ich, dass er überhaupt geantwortet hat, weil er ja so viel zu tun hat. Das Problem sei, er fände das immer noch wichtig, dass man das macht, aber er würde keine Ökonomen finden, die diese Simulation machen könnten. Denn um das zu simulieren, das reicht ja nicht, dass man irgendwie weiß, wie ein Computer funktioniert, sondern man braucht ja das richtige theoretische Gerüst. Das heißt, für die, die sich auskennen, man müsste mit der keynesianischen Makroökonomie daran gehen. Keynes wird aber nicht gemacht, sondern stattdessen gibt es ja immer diese dämlichen Neoliberalen, aber es ist ja so. Ne? Das heißt jedenfalls, dieser Mann, der das eigentlich gerne modellieren würde, findet gar keine Ökonomen, die die richtige Theorie mitbringen, um dann die Computer zu füttern. Also es ist echt total tragisch. Jetzt vielleicht noch zum Letzten. Was jedenfalls nichts bringt, ökonomisch aus meiner Sicht, politisch ja, aber nicht ökonomisch, also wir suchen ja hier nach der optimalen Lösung, ist so ein Ansatz wie die Gemeinwohlökonomie. Das hast du ja auch erwähnt. Also ich nehme ja an, dass fast alle die Gemeinwohlökonomie kennen. Aber für die, die davon noch nicht gehört haben, das ist ein Konzept von Christian Felber, einem Österreicher. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich schätze Christian auch wirklich und wir haben natürlich auch schon ganz oft zusammen auf Podien verbracht. Und ich finde seine Initiative auch gut, um das Bewusstsein zu wecken, aber sie hat Grenzen. Also die Idee ist nämlich, dass man Betriebe zertifiziert, also sozusagen zu Gemeinwohlbetrieben macht, die bestimmte soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Also beispielsweise die TAZ ist auch Gemeinwohl zertifiziert. Aber das Ganze hat natürlich erkennbare Grenzen und an diese Grenzen ist das Konzept jetzt auch gestoßen. Es gibt keinen Weg, und zwar gar keinen, weder rückwärts noch vorwärts, mit dem Sie ein Unternehmen wie BMW Gemeinwohl zertifizieren können. Es geht nicht, das Ding ist einfach zu umweltschädlich. Oder
Lufthansa oder so. Das heißt, man kann dann immer, klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich der Taz gegenüber, aber um es deutlich zu machen, man kann immer nur die kleinen Klitschen da irgendwie mit einem Zertifikat ausstatten, aber da, wo die großen Umweltschäden stattfinden, da ist das Zertifikat dann leider auch wirkungslos. Ne? Das heißt, die Lösung ist nicht, ökonomisch gesehen jedenfalls nicht, ganz viele kleine Nischen aneinander zu heften, weil das endet irgendwann, sondern man muss tatsächlich von oben, also makroökonomisch daran gehen und alles auf einmal dann planen. Ich höre jetzt mal auf, weil das wird sonst alles zu lang, aber das muss einem klar sein. Der Ausstieg aus dem Kapitalismus wird bedeuten, dass man auch die Marktwirtschaft verlässt. Das heißt, das Instrument der Preise wird nicht mehr funktionieren, sondern stattdessen wird man Rationierung haben. Und das bedeutet natürlich eine sehr starke Stellung des Staates. Und das ist auch ein Grund, warum das nicht weitergeht, weil das ist ja das absolute Tabu. Nicht? Dass man, was man eigentlich bräuchte, das klingt vielleicht für Sie jetzt sehr fremd, aber das wäre wahrscheinlich die Lösung, wäre eine Kriegswirtschaft wie in England im Zweiten Weltkrieg. Der Witz in England im Zweiten Weltkrieg war nämlich, dass die Engländer hatten keinen Mangel, da hat keiner gehungert. Nicht? Also die hatten den ganzen Krieg durch eine sozusagen eine Versorgung pro Kopf bei 2800 Kalorien. Das hat also gereicht. Trotzdem haben die Engländer rationiert. Aber nicht, um jetzt knappe Lebensmittel zu verteilen, sondern um sicherzugehen, dass es gerecht zugeht. Dass dann nicht die Reichen das ganze Fleisch essen und die Armen nichts davon haben, weil die Preise so hoch gehen. Und das heißt aber, es war nicht die Rationierung des Mangels, sondern es war die Rationierung des Vorhandenen. Das hat sehr gut funktioniert. Also die Fabriken und so waren weiterhin in Privatbesitz. Es war also nicht Sozialismus nach dem Motto, alle Produktionsmittel sind staatlich. Aber die Fabriken haben sozusagen im Privatbesitz produziert und verteilt nach den Vorgaben des Staates. Und so eine Art von Kriegswirtschaft, wie die Briten im Zweiten Weltkrieg hatten, das ist wahrscheinlich die Zukunft. Jetzt erzählen Sie das mal einem deutschen Volkswirtschaftsprofessor. Ganz herzlichen Dank, Ulrike Herrmann. Und jetzt ist das Gespräch zwischen euch eröffnet. Man sieht ja, wie groß das Interesse an diesem Themenkomplex ist, so viele Leute, wie hier mitten in der Woche heute Abend gekommen sind. Und ich denke, alle bewegt auch die Frage, was können wir denn wirklich konkret tun? Mhm. Könnt ihr da was dazu sagen? Ja, also ich denke, wir machen auch gleich die Debatte auf. Ich würde gern auf ein paar Punkte von Ulrike noch eingehen, weil ich glaube, das sind spannende und auch wichtige Diskussionen. Auch in der Analyse, aber dann auch in den Lösungen. Also erstmal zu der ganzen Medienfrage. Ich gebe dir vollkommen recht, es ist natürlich nicht so, dass Medienmacher alleine schuld sind. Es gibt natürlich auch eine Schuld sozusagen derjenigen, die sich ständig unsinnige, schlechte Unterhaltung reinziehen, statt sich mit den wichtigen Fragen zu beschäftigen. Es geht natürlich darum, womit beschäftigen sich Bürger. Aber ich glaube, dass Medienmacher auch eine überproportionale Verantwortung haben. Und das betrifft die Öffentlich-Rechtlichen in ganz besonderer Weise. Dass ein privatwirtschaftliches Medium dem Affen Futter gibt, ist ja klar. Das einzige Zweck eigentlich vom kommerziellen Medium ist, Geld zu verdienen. Ist doch klar. Aber bei Öffentlich-Rechtlichen, die haben einen Bildungsauftrag. Und Bildung heißt eben nicht zu sagen, was Leute vielleicht hören wollen oder was man glaubt, dass sie hören wollen, sondern Bildung heißt es in der Schule genauso, dass man Prioritäten setzt, Themen nach Relevanz gliedert und die Sachen dann auch bringt. Und von der Quote, das hattest du ja gebracht, natürlich sind die von Quoten besessen, aber da muss man sie angreifen. In den Rundfunkstaatsverträgen steht nichts von einer Quote, sondern von einem Bildungsauftrag. Und der Deutsche Kulturrat hat im letzten Juni übrigens auch getwittert, so geht es nicht weiter, ihr müsst mit euren Talkshows mal aufhören und das grundsätzlich überarbeiten. Ich finde, die Öffentlichkeit muss auch die Öffentlich-Rechtlichen verteidigen gegen diejenigen, die sie abschaffen wollen, aber auch verändern und sagen, euren Bildungsauftrag müsst ihr ernst nehmen, auch wenn das vielleicht nicht die Riesenquoten bringt. Aber ich bin da auch nicht so sicher, weil oft auch investigative Sachen, die um 23 Uhr auf Arte laufen, wahnsinnig viele Zuschauer haben und sie werden dann eben trotzdem nicht um 20.15 Uhr auf ARD und ZDF gesendet. Also ein differenziertes Bild auf jeden Fall. Zu der Frage des grünen Fußabdrucks, das ist natürlich vollkommen richtig. Du sagst, das Klima ist nicht in erster Linie eine Machtfrage. Ich würde sagen, es ist sowohl eine Machtfrage als auch eine Sache, die quer durch die Bevölkerung geht. Das hatte ich mit den 7 Cent in Frankreich ja auch schon erwähnt. Ne? Das sind Widersprüche, die durch die ganze Bevölkerung gehen. Natürlich die Daimler-Belegschaft. Wir sehen das
die IG BCE für den Kohle, Braunkohletagebau da ist. Das sind Widersprüche in der ganzen Gesellschaft. Aber es sind eben auch Machtfragen. Ne? Wenn wir sehen, welche Macht fossile Industrien hat, wie Staaten fossile Industrien fördern. Es sind in Deutschland, das ergeben Umfragen immer wieder, tatsächlich eine Mehrheit für einen ökologischen Umbau. Na, wenn es konkret wird und der eigene Arbeitsplatz betroffen wird, ist es natürlich nochmal anders, klar. Aber deswegen meine ich, muss man Gesamtkonzepte vorlegen, einen sozialökologischen Umbau, wo man sagt, wir müssen die Gesellschaft gerechter machen und ökologisch umbauen, weil dann passiert nicht das, was in Frankreich jetzt passiert ist. Das, was Macron gemacht hat, einfach die Spritpreise erhöhen, ist einfach krass sozial ungerecht. Die Leute pendeln, die können nicht anders und gehen auf die Barrikaden. Nein, man muss es von den Reichen nehmen, die sozial Schwachen besser stellen und das als Gesamtpaket eigentlich anbieten. Also insofern denke ich, es ist sowohl eine Machtfrage als auch eine Sache der inneren Widersprüche. Als Historiker muss ich zu den Sachen, was der Kapitalismus uns an Dingen gebracht hat, ein paar Sachen sagen. Auf der einen Seite will ich überhaupt nicht hier so tun, als ob alles immer schlechter geworden sei. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Es gibt Fortschritte. Die Frage ist, welche Faktoren haben diese Fortschritte, die du gut skizziert hattest, tatsächlich bewirkt? Nehmen wir mal die Gleichberechtigung. Als der Kapitalismus entstanden ist im 16. Jahrhundert, war er mit einer krassen Verschlechterung der Rolle der Frauen. Rechte verbunden. Das hat er, das können wir total abkürzen. Ja. Also ich sage ja nicht, dass es konfliktfrei war. Ja, ja. Aber ich sage, Demokratie hat keine Chance, wenn es kein Wohlstand gibt. Ja. Und natürlich sind die Löhne auch nicht von selbst gestiegen. Ja. Da brauchte man Gewerkschaften. Aber Löhne können nur steigen, wenn es Wohlstand gibt. Ja. Also notwendige und hinreichende Bedingungen. Genau. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass sozusagen das, was wir an Rechten haben, was wir im Wohlstand haben, ist von sozialen Bewegungen erkämpft worden, ja, seit der Französischen Revolution, und ist uns nicht vom System geschenkt worden. A. B. muss man global drauf gucken. Natürlich gibt es im kapitalistischen System Gewinner. Das sind etwa 20-30% der Menschen, die tatsächlich mit diesem System zu tun haben, sind historisch über 500 Jahre, das ist eine relative Konstante in diesem System, Gewinner. Dazu gehören die meisten Bewohner Europas, nicht alle, aber die meisten doch dazu. Aber der Arbeiter, der in der Coltanmine im Kongo unter fürchterlichen Bedingungen die Mineralstoffe rausholt, die in unseren Handys sind, gehört nicht zu den Gewinnern. Also man muss den globalen Süden mit einbeziehen in das System, und das System braucht, um zu funktionieren, Menschen, die arm sind, denn es braucht billige Rohstoffe und auch billige Arbeitskräfte, sonst könnten wir uns dieses ganze Zeug auch gar nicht leisten. Das ist also eine systemische Konstanz, und insofern, vielleicht haben wir da einen gewissen Widerspruch der Einschätzung an diesem Punkt. Dann ganz einverstanden bin ich mit der Sache, natürlich geht es nicht nur darum, dass IKEA ein Problem hat, wenn wir Omas Möbel weiter benutzen. Wir müssen konsumieren, um das System am Laufen zu halten, das ist vollkommen klar. Also es ist ein systemisches Problem. Zur Rationierung und zur Gemeinwohlökonomie zwei kurze Anmerkungen. Der Witz bei der Gemeinwohlökonomie, ich will die hier nicht idealisieren, aber das eigentlich Interessante daran ist nicht die Zertifizierung als solche, sondern das staatliche Handeln. Die Idee ist ja, dass der Staat die Unternehmen mit einer guten Gemeinwohlbilanz tatsächlich belohnt und die anderen bestraft. Das politische Problem, es ist ein politisches Problem, glaube ich, bei der Gemeinwohlökonomie, ist, dass natürlich kein Staat dieser Welt und das deutsche Staat schon lange nicht der BMW aus dem Verkehr ziehen würde. Wenn man eine Gemeinwohlökonomie ernst nehmen würde, BMW hätte ein grottenschlechtes Zertifikat, über gemeinwohlschädigend, müssten sie eigentlich sagen, ihr zahlt doppelt so viel Steuern wie die anderen und so weiter. Ne? Und das macht halt keiner. Und diese politische Frage wird von der Gemeinwohlökonomie, glaube ich, nicht in der Zuspitzung gestellt. Das ist das große Problem. Und die Rationierungsgesellschaft ist ein interessanter Gedanke. Ich denke, dass es viele, viele andere Arten von Ökonomie geben kann, die es auch historisch gegeben hat. Die Rationierungsgesellschaft ist sicher nicht die einzige. Aber über bestimmte Begrenzungen auch des Konsums nach oben für Reiche und über bestimmte Mindestkontingente muss man natürlich nachdenken. Das betrifft ja viele Fragen. Das betrifft auch unsere Fragen vom CO2-Ausstoß, die man ja auch pro Person kontingentieren könnte. Genau. Ne? Das ist ja auch eine Form der Rationierung, die sehr sinnvoll wäre und die verhindert, dass sich bestimmte Leute ihr Geld nutzen, um den Planeten weiter gegen die Wand zu fahren. Ja, soweit erstmal meine Anmerkungen.
Ich habe jetzt den Eindruck, dass, wenn Sie die Frage stellen, ja, gibt es irgendwas Neues, was Sie bei Herrn Scheidler gehört hätten, dass Sie das Gefühl haben, ich will hier so tun, als wäre Klimaschutz nicht wichtig oder so. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, wir sitzen hier und wir brauchen drei Planeten und haben nur einen. Also die Hütte brennt, nicht? Da sind wir uns total einig. Ich glaube eben nur, dass man diese Ansätze von unten, Gemeinwohlökonomie und so weiter, von oben ergänzen muss durch makroökonomische Steuerung, sonst wird das nichts. Das ist eigentlich sozusagen das Einzige, was ich sagen wollte. Und ich glaube, Herr Scheidler nimmt das als Ergänzung wahr und gar nicht als Kritik. So, und dann war jetzt die Frage, da ging es natürlich echt ins Eingemachte. Danke für die Frage. Ich habe gesagt, genau, Wohlstand ist nötig, damit es zur Demokratie kommen kann. Ich sage nicht, dass es immer zur Demokratie kommt. Das möchte ich erstmal erklären, sowohl analytisch wie historisch. Und dann kann man sich fragen, ja, was ist denn jetzt mit Kuba oder anderen Varianten? Also, um es jetzt erstmal historisch zu machen, was ganz klar ist, ist, dass die Menschen schon immer wussten und der Meinung waren, dass alle Menschen gleich sind. Das ist ja die Basis der demokratischen Idee. Also das steht ja schon in der Bibel. So, die Frage ist jetzt, wenn die Menschen eigentlich schon immer wollten, dass alle gleich sind, warum ist das dann gescheitert? Und es gibt eben zwei große Momente in der europäischen Geschichte, wo man sehen kann, dass diese Idee gescheitert ist. Und zwar daran, letztlich daran, dass es nicht genug Wohlstand gab. Die größte Revolution, die es überhaupt gab, jemals in Deutschland und eigentlich auch in Europa, war der Bürgerkrieg 1525 in Deutschland. Nicht? Und da hatten ja der Bauernkrieg, nicht der Bürgerkrieg. Und da hatten ja die Bauern die völlig richtige Idee, wir wollen diesen Adel nicht mehr finanzieren. Das war eine soziale Revolution. Und sie ist jetzt nicht gescheitert, weil Luther sowieso auf der Seite der Mächtigen war und so weiter, sondern sie ist gescheitert letztlich, weil es nicht genug Wohlstand zu verteilen gab. Der nächste Moment, wo man das wieder gesehen hat, war die Französische Revolution von 1789. Jeder von uns lernt das in der Schule. Aber man muss einfach sagen, nach langem Hin und Her ist diese Revolution komplett gescheitert. Und zwar komplett. Hinterher war der Adel wieder komplett an der Macht. So, das heißt, und dann 1919, Revolution oder Demokratiebewegung in ganz Europa, diesmal klappt es. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Leute 1919 stärker gekämpft hätten als 1789, ganz im Gegenteil. 1919 haben sie sich eigentlich, es gab auch ein paar Straßenschlachten, aber eigentlich haben sie sich nicht mehr besonders anstrengen müssen. Und woran liegt das? Eben daran, dass es zwischenzeitlich Wohlstand gibt. Und jetzt komme ich zu dem analytischen Teil, warum Wohlstand Demokratie ermöglicht. Nämlich, wenn ich eine stagnierende Gesellschaft habe, und man muss sich, das ist meine Meinung zu dem Thema, die weltweit, bis der Kapitalismus aus meiner Sicht erst 1760 in England, aber ist ja egal, da müssen wir uns jetzt nicht streiten um die Jahrhunderte, aber erst in dem Moment, wo der Kapitalismus in Deutschland, in Europa entsteht, vorher gab es weltweit in keinem einzigen gesellschaftlichen System Wachstum pro Kopf. Also ob das jetzt die antiken Römer vor 2000 Jahren waren oder das christliche Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus, nie gab es Wachstum pro Kopf. Das ändert sich erst mit dem Kapitalismus. Das muss einem auch klar sein. Das war sozusagen das einzige System, das zunächst einmal tatsächlich so Wachstum erzeugt hat. Und wenn man Wachstum hat, oder andersrum, wenn man stagniert, dann ist völlig klar, das ist ein Nullsummenspiel. Das heißt, wenn ich reich sein will, muss jemand anders arm sein, sonst kann ich gar nicht reich sein. Ich kann nur reicher werden, wenn ich jemand anders was wegnehme. Sonst läuft das nicht. So, und das ist natürlich die Situation, wo eine Demokratie garantiert nicht funktioniert, sondern wo Leute versuchen, oben zu regieren, unten alle zu unterdrücken, nennen sich dann König, haben vielleicht auch noch die Kirche hinter sich, um dann alle auszubeuten. So, wenn man eine Demokratie hat, dann ist das ja sozusagen plötzlich Wachstum pro Kopf. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Da können alle reicher werden. Und das ist der Moment, wo Demokratie möglich ist. Jetzt komme ich nochmal zu Kuba. Also ich glaube, der wichtige Punkt, den man verstehen muss, ist, dass der Kapitalismus und der Sozialismus insofern nicht zu vergleichen sind. Weil der Kapitalismus, den hat niemand geplant. Der ist historisch entstanden, zufällig. Das hat auch hunderte von Jahren gedauert, bis die Leute, die sozusagen Zeitzeugen dieser Entwicklung waren, überhaupt verstanden haben, was sich da eigentlich abspielt. Also wie gesagt, ich würde sagen, der Kapitalismus ist 1760 in England entstanden, in dem Moment, als die Textilfabrikanten anfingen, Maschinen einzusetzen.
Und Marx zum Beispiel hat erst 100 Jahre später, da lief das ganze System schon in vollen Touren, eine Beschreibung abgeliefert, von der man heute sagen würde, sie ist in Teilen wirklich richtig. Das heißt, dass es 100 Jahre gedauert hat, bis Leute überhaupt verstanden haben, was sich da abspielt, zeigt ja schon, dass keiner den Kapitalismus gesteuert hat, sondern dass er tatsächlich naturwüchsig entstanden ist. Aus vielen Gründen, das aber ist ja hier kein historisches Seminar. So, der Sozialismus ist, das wissen wir jetzt alle, das ist keine Kritik, das ist eine Beschreibung, ist geplant worden und von oben eingesetzt worden. Und die industrielle Entwicklung, die im Sozialismus stattgefunden hat, war immer, das muss man jetzt auch mal zur Kenntnis nehmen, eine Kopie dessen, also rein technisch gesehen, was sich im Kapitalismus schon entwickelt worden war. Und ohne den Kapitalismus hätte es also die großen Kombinate bei Stalin in der Sowjetunion oder so nie geben können, weil diese technische Entwicklung wurde kopiert, ist aber im Westen entstanden. Ähnlich Kuba. Das heißt jetzt aber nicht, und da möchte ich nicht, dass Sie mich jetzt missverstehen, das heißt nicht, dass man nicht, aber das ist eben die Aufgabe, nur das wollte ich sagen, dass wenn man den Kapitalismus abschafft, ich bin ja, dass, wenn ich sage, wir brauchen dann eine Art Kriegswirtschaft wie in England im Zweiten Weltkrieg, dann heißt das nichts anderes, als dass man den Kapitalismus abschaffen würde. Wenn man jetzt dieses System überwindet, heißt das natürlich nicht, dass damit auch die Demokratie flöten gehen muss. Ganz im Gegenteil, die Aufgabe wäre ja, die Demokratie zu retten, obwohl man sozusagen dieses System, das wir jetzt so praktisch hatten, beerdigen muss. Aber ich hoffe, ich habe mich verständlich gemacht. Ja, Fabian, und dann gibt es anschließend schon zwei weitere Wortmeldungen im Saal. Ja, genau. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit von den Wortmeldungen wegnehmen und in das historische Seminar tiefer einsteigen. Ich will nur vielleicht kurz da eine tatsächliche Analyse und Unterschied nochmal deutlich machen. Ich denke tatsächlich, dass das kapitalistische System und man auch viele Belege dafür hat, schon im Spätmittelalter in den italienischen Stadtstaaten vorpräfiguriert wurde und im 16. Jahrhundert voll da war mit den Eroberungen von Kolumbus. Die Fugger, die Banken in Genua, es war ein voll kapitalistisches Modell. Die erste Aktiengesellschaft modernen Typ 1602 in Amsterdam gegründet mit vielen Eigenschaften. Die war aber staatlich, nicht? War eine staatliche Gründung und hat eine staatliche Firma verkauft. Es war ein privates Unternehmen, das vom Staat Monopolrechte für bestimmte Territorien auf der Welt bekommen hat und eine eigene Armee hatte. Das ist das Interessante. Die Entstehung der Aktiengesellschaften ist hochmilitarisiert, quasi staatliche Organisationen, die auch Staaten erobert haben und unterdrückt haben. Und das war aber mit die Geburtsstunde des Kapitalismus. Das heißt, das ist im 16., 17., 18. Jahrhundert schon auf vollen Touren gewesen. Die Industrialisierung, und ich finde, die darf man nicht mit dem Kapitalismus verwechseln, ist eine Folge des Kapitalismus gewesen. Der Kapitalismus ist an Ressourcengrenzen um 1800 schon gestoßen in Europa. Energieressourcen hat dann die Kohle, die schon seit der Antike bekannt war, genutzt, um weiter zu expandieren. Das ist, glaube ich, ein Analyseunterschied, der auch einen Unterschied macht, natürlich über die Einschätzung der Verbindung von Kapitalismus und Demokratie. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist vollkommen richtig. Wenn es mehr zu verteilen gibt, dann ist Demokratie einfacher durchsetzbar, weil die oben auch nachgeben und sagen, okay, dann kriegen die ein bisschen ein Stück vom Kuchen ab, leichter durchsetzbar. Historisch der Bauernkrieg war natürlich so, er ist nicht einfach nur gescheitert, weil es zu wenig zu verteilen gab, sondern weil mit ungeheurer brutaler Macht, finanziert von Jakob Fugger unter anderem, von den bischöflichen und herzoglichen Armeen platt gemacht wurde. Ne? Es gibt viele andere Gründe, es ist sehr komplex. Ne? Aber natürlich versucht die Macht, solche Bewegungen mehr Macht platt zu machen, wenn es weniger zu verteilen gibt. Warum 1918, 19 tatsächlich eine Erreichung des allgemeinen Wahlrechts nach 120 Jahren nach der Französischen Revolution? Es gibt viele Gründe dafür. Einer war tatsächlich, dass die Arbeiterschaft sich Ende des 19. Jahrhunderts ganz anders organisiert hatte als noch 1848 in der Revolution. Und das hatte mit den technischen Voraussetzungen zu tun. Es gab dann ein großtechnisches globales System, das auf Kohle beruhte als Energiesystem. Und die Arbeiter hatten viel mehr Macht. Wenn der Hebel, wie man damals ja sagte, ne, wenn dein starker Arm es will, steht das ganze Rad hier still oder so. Das war tatsächlich so. Es gab massive Streiks, die das ganze Industriesystem lahmlegen konnten um 1900. Und das war natürlich ein Grund, warum auch schon unter Bismarck soziale Zugeständnisse viel mehr gemacht wurden als in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht diesen Zusammenhang gibt, aber ich will sagen, dass tatsächlich der Erfolg 1918, 19 tatsächlich mit einer veränderten historischen Situation der Arbeiterbewegung auch zu tun gehabt hat.
Ja, dann zu Ihrer Frage, vielleicht muss ich die nochmal hochholen, um sie richtig zu verstehen. Ihre Frage war, wie man an die großen Player, die ökonomischen Player herankommt. Man braucht auch immer die Zusammenarbeit aller Länder. Die Nation ihre Staaten sozusagen steuern, dass man oben anfängt und nicht unten. Ganz genau. Ich gebe auch Ulrike Herrmann völlig recht. Ich sehe es genauso kritisch, dass man nur Basisinitiativen, Nischen hat. Darauf werden wir kein anderes System machen. Man braucht eine andere Ebene, eine politische Ebene. Und die kann sogar nicht nur national sein, sondern die muss nationenübergreifend sein. Weil wenn man in einem Land was anderes einführen will, ob das jetzt eine Rationierungswirtschaft ist oder eine Gemeinwohlökonomie von oben oder was auch immer, dann fließt das Kapital ab, dann hat man diese ganzen Verwerfungen sofort da. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns fast unmöglich macht, einen Übergang zu planen. Es gehört zu den Eigenschaften des modernen Weltsystems dazu, dass das Kapital von Anfang an transnational organisiert war und die Territorialstaaten kleiner waren. Und das führt halt zu dieser Standortkonkurrenz, das ist seit 500 Jahren eigentlich der Fall. Die kann man beschränken durch Kapitalverkehrskontrollen. Die hatten wir in Europa ja auch im Bretton Woods-System von den 40er Jahren bis 73 oder ein bisschen länger teilweise noch. Und natürlich wären Kapitalverkehrskontrollen ein ganz wichtiger Punkt, um tatsächlich solche Veränderungen möglich zu machen. Die EU-Verträge verbieten das aber zum Beispiel. Also wir sind auch in bestimmten Strukturen gefangen, die es sehr schwer machen. Selbst wenn einige größere Staaten in Europa mitmachen würden, ist ja auch schon utopisch. Ne? Und das macht es tatsächlich schwer, einen systemischen Wandel sich in irgendeiner geplanten Weise vorzustellen. Also die eine Frage ist ja vielleicht, die dann auch hier so im Raum schwebt, das war, glaube ich, auch bei der ersten Frage so durchaus der Fall. Wie muss man sich eigentlich das vorstellen, wenn wir das nicht schaffen, den Kapitalismus friedlich zu überwinden oder auch geplant zu überwinden und so eine Art gesteuerten Schrumpfung zu kommen? Also angenommen, wir machen immer so weiter, das hat ja auch der Dritte dann so ein bisschen angesprochen, alle haben sich schön eingerichtet, der Wahnsinn läuft. Was passiert dann eigentlich? Und das, da hat ja Fabian auch recht, das kann keiner wissen. Aber damit das so ein bisschen plastisch wird, würde ich es gerne mal mit einer Analogie versuchen. Und zwar stelle ich mir den Zusammenbruch des Kapitalismus so vor, wenn man eben nichts macht und ihn nicht steuert, wie das Weströmische Reich im 5. Jahrhundert nach Christus. Also das Weströmische Reich ist ja nicht zusammengebrochen, weil die Germanen kamen, die waren ja alle schon integriert, sondern weil das gesamte System völlig überdehnt war. Und dann passierte ja das, was wir auch alle im Schulunterricht dann gelesen haben, nämlich irgendwie bricht das Römische Reich zusammen. Und die Leute wussten natürlich noch, und das ist der Punkt, auf den ich kommen will, jeder wusste, was ein Aquädukt war, dass das eine Wasserleitung war. Nur leider waren sie eben nicht mehr in der Lage, diese Wasserleitung zu betreiben. Also wurden diese sehr schönen Bauwerke dann zu Steinbrüchen und man hat aus den Aquädukten dann seine kleinen Hütten gebaut. Und es herrschte auch allgemeines Chaos und jeder hat sich dann an irgendjemanden Starkes gehängt, der ihn dann beschützen sollte und so sind dann die Feudalstaaten und die Adligen entstanden. Das heißt, man hatte eigentlich ein System von Warlords. Also das, was man jetzt in Afghanistan hat, so ungefähr muss man sich das im 5. Jahrhundert nach Christus vorstellen. Und ich glaube, so, wenn wir das chaotisch weiterlaufen lassen oder nichts tun, genau so wird das dann auch mit dem Ende des Kapitalismus aussehen. Also die Leute werden auch noch in 3000 Jahren wissen und irgendwie davon mündlich gehört haben, dass es sowas gab wie ein Smartphone. Sie werden vielleicht auch noch Smartphones besitzen als Smartphone. Nur leider wird sich auf diesen Dingern nichts mehr ereignen, weil man das gesamte restliche System, das man ja dafür braucht, inklusive der Satelliten und so weiter, nicht mehr betreiben kann. Und natürlich werden die Leute auch in Jahrzehnten noch wissen, was eine Autobahn war, aber dummerweise fährt dann da eben kein Auto mehr, sondern man zieht da wieder mit seinen Eselskarren lang und irgendwann braucht man die Autobahn vielleicht auch nicht mehr. Das heißt, nee, also, ja, so, oder dass man, wie das dann, wie der Zusammenbruch genau aussehen wird, ist schwer zu ermitteln, aber es ist ja klar, dass man nicht drei Planeten verbrauchen kann, wenn man nur einen hat. Aber das mal so zum Thema Chaos, wir haben das jedenfalls in Europa schon einmal gehabt, in aller Härte, dass ein überdehntes System komplett zusammengebrochen ist. Und dass die Leute dann wirklich, das muss man sich auch vorstellen, bis ins 18. Jahrhundert dachten, dass sie die Römer nie wieder einholen würden. Nicht Rom, das war ja immer das große Vorbild,
Und die Menschen danach wussten alles über Rom, aber sie wussten auch, dass sie es nicht erreichen können. Und das wird dann unter anderen Bedingungen dann wieder wahrscheinlich so sein. Dann war die Frage zur Vorbereitung, das war Frage 2, das ist für Fabian. Und dann kam ja noch Frage 3 an alle über 40. Was machen wir denn hier eigentlich? Nicht? Ja, gar nichts, außer teilzunehmen, genau. Aber ich finde, etwas, was Sie gesagt haben, ist wirklich wichtig. Also Sie haben sich ja dagegen aufgelehnt, dass man so sagt, ja, es gibt Gute und Böse und so weiter. Und das ist übrigens die ganz große Leistung schon von Marx, im Kapitalband 1. Das ist ja eine Analyse vom Kapitalismus, die wirklich sehr gut ist. Und was Marx da eben nicht macht, und das ist einfach sensationell, das ist nicht die Analyse von bösen Kapitalisten und guten Proletariern. Das ganze Buch ist überhaupt nicht moralisch. Das hat Marx gehasst und abgelehnt, wenn da schon wieder die Moral an Land ging. Sondern was er machen wollte, war eine Analyse. Wie funktioniert es eigentlich des Kapitalismus? Und ich finde genau diese Haltung von Marx nicht schon wieder Moral, sondern eine Analyse der Machtbeziehungen, wo aber alle ja auch irgendwie teilnehmen, genau das braucht man. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man das alles bei Marx richtig war, aber die Haltung, mit der er rangegangen ist, die war auf jeden Fall so, dass man das übernehmen sollte. So, jetzt bist du dran. Die schwierige Frage habe ich natürlich für Fabian gelassen. Ja, ich finde, um noch kurz auf das Weströmische Reich einzugehen, ich finde, das ist eigentlich eine zu milde Version. Der Untergang des Römischen Reiches ist tatsächlich ein Beispiel dafür, wie ein komplexes, übrigens auch sehr brutales System, das im Wesentlichen auf Sklaverei beruhte, zerfällt, ohne dass es die Megakatastrophe gibt. Es gab natürlich Warlords, es gab natürlich auch Leiden mit dem Zusammenbruch. Es hat sich aber eigentlich mehrere Jahrhunderte erstreckt, wenn man genau ist. Aber tatsächlich ist er für einen Teil der Bevölkerung sogar vorteilhaft gewesen, nämlich für die Sklaven, und für andere Teile sehr nachteilhaft gewesen, weil diese Eliten zum Teil verschwunden sind oder umstrukturiert wurden. Aber wir leben in einer völlig anderen Welt heute, in einer Welt voll mit Atomwaffen, mit Kleinfeuergewehren, in einer Welt, in der wir einen ökologischen GAU produzieren, wie es ihn seit mindestens 65 Millionen Jahren nicht mehr gegeben hat. Das sind völlig andere Verhältnisse und das macht diesen Übergang meines Erachtens viel gefährlicher als den des Weströmischen Reichs. Und deswegen, glaube ich, ist auch die Frage der Friedenssicherung, die Sie ja angesprochen hatten, eine ganz entscheidende. Ich glaube, dass es für jede Form von Übergang entscheidend ist, dass wir die weitere Militarisierungsdynamik, die wir in Europa auch gerade sehen, in vielen Teilen der Welt, stoppen. Also weniger Waffen sind auf jeden Fall wichtig und auch alle anderen Methoden, die wir haben, zu verhindern, dass Waffen in Krisenzeiten eingesetzt werden. Es gibt ja Beispiele dafür. Griechenland zum Beispiel hat ja einen Zerfall hinter sich. Ein Viertel des Bruttosozialproduktes, glaube ich, ist weg und sie haben keinen Bürgerkrieg. Das ist eine Leistung. Ne? Das muss man auch erstmal nachmachen, tatsächlich. Dass, sie haben einen riesigen Militärapparat, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wie wir, das führt auch über zu dem nächsten Punkt, Vorbereitung auf Krisen. Das ist eine der ganz wesentlichen Vorbereitungen, zu verhindern, dass diese Krisen in Kriege oder militarisierte Konflikte umschlagen. Man muss auch fragen, auf welche Krisen sich vorbereiten. Da muss man sehr konkret werden. Ich glaube, das Erste, was natürlich im Raum steht, sind weitere Finanzkrisen. Und da ist es meines Erachtens ganz wichtig, dass man sich mit dem Banken- und Finanzsystem beschäftigt und Konzepte entwickelt. A, die sagen, was machen wir im Falle, wenn es wieder kracht? Lassen wir zu, dass das läuft wie das letzte Mal. Man wird gerettet. Die Banken, die Gläubiger werden gerettet zu 100%, aber die Kosten werden auf die Bevölkerung umgelenkt. Oder nutzt man die Chance, zumindest für einen ansatzweisen Umbau des Finanzsystems? Und das ist möglich. Da braucht man aber Bündnisse. Ich glaube, da reicht ein Akteur wie Attac oder auch andere überhaupt nicht aus. Man braucht breite Bündnisse, die sich auf sowas vorbereiten und dann intervenieren können, weil dann gehen die Uhren sehr schnell in solchen Krisenzeiten und dann werden sehr schnell Fakten geschaffen. Aber da bin ich, glaube ich, wirklich in der Analyse einer völlig andere Meinung. Also ich bin ausgebildete Bankkauffrau und ich will jetzt auch nicht behaupten, dass Banken nicht total viel Schaden hinterlassen, aber um es mal zynisch zu formulieren, also man muss die auch regulieren und da hätte ich auch ganz viele Ideen dazu, wie man aus Banken Sparkassen machen kann, was du ja auch vorschlägst. Aber ich finde, man muss ganz klar sehen, zynisch gesehen ist es so, dass nichts so sehr die Umwelt geschont hat, wie das Aufblasen der Finanzderivate.
Denn ich meine, was passiert ist dadurch, dass, also was wir ja seit 1980 haben, seit dem Beginn der Deregulierung ist, es hat sich eine riesige Geldblase aufgepumpt, die Realwirtschaft erdrückt hat. Das heißt, die Weltwirtschaft ist nicht so stark gewachsen, wie sie hätte wachsen können. Also wenn man es, um es mal klar zu machen, wenn man es optimal gesteuert hätte, nämlich alle Banken sind nur Sparkassen und alle Investitionen gehen in die Realwirtschaft, dann hätten wir pro Jahr in der Welt ein Wachstum von 5% gehabt. Jetzt haben wir ein durchschnittliches Wachstum von 3%. Dass dieses Potenzial von ungefähr 5% pro Jahr Wachstum in der Welt nicht ausgeschöpft wurde, lag nur daran, dass man einen riesen Geldsektor produziert hat. Und dann haben die natürlich, das hast du ja auch alles schön beschrieben, Aktien hin und her gehandelt und Derivate hin und her gehandelt. Und natürlich sind Einzelne da sehr reich geworden, will ich auch alles überhaupt nicht beschönigen. Nur, muss man sich klar machen als Keynesianer, der ich bin. Wenn man keynesianische Wirtschaftspolitik macht, dann wäre das Ergebnis erstmal, dass das Wachstum noch besser läuft als vorher. Das wäre nicht der Ausstieg aus dem Kapitalismus. Das heißt, ich finde es, also man muss das auseinanderhalten. Ich bin sehr dafür, dass man die Derivate verbietet und das Eigenkapital der Banken hochsetzt und sonst was treibt. Nur eins muss einem klar sein, dann hat man hinterher noch mehr Umweltprobleme, weil das mit dem Wachstum so schön läuft. Das ist vollkommen richtig. Jetzt sind hier ganz viele Worte. Ja, jetzt der Finanzsektor. Ich würde das aber gerne noch zu Ende führen mit der Vorbereitung auf die Crash, weil das wirklich entscheidend ist. Ja, also zum Bankensektor ist es... kritisiere ich die Banken in dem Fall überhaupt nicht für den Derivat. Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Sonst hätte man noch mehr die tolle Realwirtschaft. Mir geht es nicht darum, zu sagen, die böse Spekulation und die tolle Realwirtschaft. Das Problem an unserem Bankensystem ist, dass auch wenn es rund läuft und wenn gar nicht so viel spekuliert wird, sie das Geld in die falsche Richtung schieben, nämlich in die fossilen Energien. Nach wie vor ist gerade wieder herausgekommen, dass auch das Wachstum an Emissionen wieder sehr stark damit zu tun hat, dass Banken ihr Geld nach wie vor in die Kohle und in das Öl schieben. Das ist für mich das Problem. Wir müssen das Geld woanders hinschieben. Das geht gar nicht um Spekulation versus Realwirtschaft. Und den Umbau brauchen wir, nicht nur die Derivate regulieren. Das ist die eine Form von Crash, auf die man vorbereitet sein muss. Aber die andere Form von Crash geht weit darüber hinaus. Und das ist das, was ich anfangs gesagt hatte, was der Club of Rome seit 50 Jahren sagt. Wir können einen Zusammenbruch der globalen Nahrungsmittelproduktion bekommen. Vielleicht nicht morgen, aber in der Perspektive von Jahrzehnten. Was machen wir denn dann? Das sind viel tiefere Einschnitte, die wir da vor uns haben. Das hat mit dem Klimawandel zu tun, das hat aber auch damit mit Peak Oil zu tun, wenn das Öl zur Neige geht. Unsere Landwirtschaft ist auf Erdöl basiert und so weiter. Also das sind nochmal ganz andere Szenarien, auf die man sich auch vorbereiten muss, meines Erachtens, die noch einen längeren Blick brauchen. Also ich glaube, ich mache mal kurz das Geldsystem, Frage 1 und Frage 4, wenn ich richtig mitgezählt habe. Also vielleicht fange ich mal von hinten an, damit das schon mal klar wird, dass Geld doch anders funktioniert, als man das oft sich vorstellt. Sie haben recht, es gab einen Goldstandard im 19. Jahrhundert, der war aber faktisch wirkungslos. Und zwar war es nämlich so, was allgemein wenig beachtet wird, es wurden nur die Banknoten, also die Geldscheine an das Gold gekoppelt. Man hat aber im 19. Jahrhundert die Girokonten und den Scheck und sonst was erfunden. Und das lief dann alles auch schon bargeldlos und ist auch stark expandiert. Also denn anders, wenn man jetzt nicht mit Kreditschöpfung gearbeitet hätte, also man hat im 19. Jahrhundert das gleiche Geld gehabt, das wir heute haben, dann hätte man dieses enorme Wachstum auch gar nicht finanzieren können. Denn Sie wissen ja, Gold vermehrt sich nicht von selbst. Dann hat man zwar zwischendurch mal Gold in Kalifornien gefunden, so in den 1840er Jahren, aber dann war wieder Schluss mit Goldfunden. Und man hatte also immer nur eine stabile Menge an Gold, aber ein Riesenwachstum, für das man ja auch Geld brauchte. Und dass das nicht kollabiert ist, lag einfach daran, dass man dieses ganze neue Geld, das man gebraucht hat, über Girokonten geschöpft hat. Und das Gold war nur nötig, das will ich jetzt nicht in die Tiefen da einsteigen, damit der Außenhandel ausgeglichen ist. Also Exporte und Importe wurden auch über dieses System weltweit kontrolliert und ausgeglichen. Das war in gewisser Weise ganz hilfreich. Aber diese Vorstellung, die viele hatten, oh, das war alles ans Gold gekoppelt, nein. Wie gesagt, das war ja alles, die meisten Leute hatten auch schon Girokonten. So, dann war aber trotzdem bleibt ja diese Frage, kann man irgendwie das Geldsystem umbauen oder diese Kreditschöpfung oder hat die Kreditschöpfung überhaupt eine Rolle, um Wachstum zu erklären? Also aus meiner Sicht ist es eindeutig so,
dass Geld und Wachstum überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und das sieht man daran, also ich mache es jetzt kurz, weil Sie wollen ja auch nach Hause, aber was man sieht ist, oder was man sich klar machen muss, die Menschen hatten immer das moderne Geld. Diese Kreditschöpfung oder Geldschöpfung aus dem Nichts durch Kredite, das hatten, das muss man sich mal vorstellen, die Leute vor 5000 Jahren in Mesopotamien auch schon. So, oder im Mittelalter jede Menge Wechsel, das war das gleiche in Grün. Also es lief schon immer so, Geld kommt aus dem Nichts durch, in dem Moment, wo man Kredite vergibt. Aber was eben diese ganzen Leute im Mittelalter mit ihren Wechseln oder in Mesopotamien da mit ihren Schuldscheinen, was sie eben nicht hatten, war Wachstum. Daran kann man schon sehen, wenn die Menschen immer das moderne Geld hatten, aber nur ein System, nämlich der Kapitalismus aus Europa, dann Wachstum erzeugt, kann das irgendwie so direkt nicht miteinander zusammenhängen. Und man muss schon tatsächlich aufpassen, dass man die Realwirtschaft und was sich da abspielt, total ernst nimmt. Also die beiden wichtigsten Kenngrößen, das ist zwar auch irgendwie Geld, aber das, was das System tatsächlich steuert, jedenfalls das Wachstum, sind zwei Dinge. Das sind die Löhne. Wenn die Löhne steigen, nimmt auch das Wachstum zu. Ich weiß, die Neoliberalen erzählen immer das Gegenteil, ist alles falsch. Die Löhne sind ganz wichtig. Und das Zweite ist eben die Höhe der Investitionen. Und die Koppelung von hohen Löhnen und hohen Investitionen treiben das Wachstum. Wenn es keine Investitionen gibt, dann kann Geld produziert werden ohne Ende, es kommt nicht zu Wachstum. Das ist ja interessanterweise das System, das wir jetzt in Deutschland haben. Wir haben ganz viel Geld, also müssen Sie sich vorstellen, die Deutschen haben ein Volksvermögen von 10 Billionen Euro. Also Geld, und davon sind 6 Billionen Finanzvermögen, also Geld gibt es hier ohne Ende. Ohne Ende. Aber was man nicht mehr hat, sind Investitionen. Der Staat investiert gar nicht mehr, nicht? Der lebt von der Substanz und die Unternehmen investieren kaum noch. Das heißt, wir haben da eine Wachstumsbremse drin, obwohl Geld produziert wird, so schnell kann man gar nicht gucken. Und das liegt eben daran, weil die Löhne nicht steigen in Deutschland, gibt es keine Nachfrage, also wird auch nicht mehr investiert. Aber das sind alles eben realwirtschaftliche Phänomene und das muss man ernst nehmen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich wollte noch was sagen zu der Rechtsentwicklung der, und den 20er Jahren. Also das ist aus verschiedenen Gründen sehr besorgniserregend. In Brasilien zum Beispiel hat er schon erwähnt, ein Faschist, Jair Bolsonaro, der wirklich sagt, er will möglichst viel vom Amazonas abholzen. Der ist ja auch finanziert worden von diesen ganzen Sojabaronen und so weiter. Ne? Also das Problem ist, die können sehr, sehr viel Schaden gesellschaftlich anrichten, die Rechten. Aber für den Planeten ist es eben auch fatal, weil sie uns jetzt die wertvollen Jahre und 10, 15 Jahre jetzt wegnehmen. Trump ja auch. Ne? In Europa haben wir diese Tendenzen auch, indem wir den Klimawandel wenigstens noch ein bisschen bremsen können. Jetzt beschleunigen sie ihn. Das ist also die eine fatale Entwicklung. Und die zweite ist, dass es richtig gefährlich wird mit den Rechten, wenn das Großkapital auf die Idee kommt, die zu finanzieren. Das ist ja genau das, was in den 20er Jahren in Italien und Ende der 20er, Anfang der 30er in Deutschland passiert ist. Und zwar, wenn sie Angst haben, dass sonst eine soziale Revolution droht. Ne? Es ist nicht so, dass Kapitalisten von sich aus Rechtsextreme immer mögen. Sie mögen auch nicht unbedingt Antisemiten und so weiter. Sie sind ja eigentlich internationalistisch von jeher Kapitalisten. Aber wenn sie vor die Wahl gestellt werden zwischen einer sozialen Aufruhr oder Revolution, oder die Rechten finanzieren sie, haben sie historisch die Rechten finanziert. Und wir sehen, dass der Fink, ne, dem Mövenpick und so gehören, der finanziert die AfD, wie wir jetzt gerade erfahren haben und so. Wenn da richtig viel Geld reinfließt, dann wird es halt richtig gefährlich. Und das muss man eben an die Öffentlichkeit zerren und so früh wie möglich thematisieren, damit das nicht nochmal passiert. Herzlichen Dank euch beiden.